So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Kavia Autovermietung. Wir dürfen heute den neuen BMW M2 G87 abholen. Das tun wir hier an der BMW Niederlassung in München, sind aber trotzdem draußen. Da werden wir heute auch bleiben, weil die ganze Niederlassung wird gerade umgebaut in das neue Showroom-Konzept. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir lassen uns davon aber jetzt nicht irgendwie die Auslieferung vermiesen. Und im Normalfall wäre diese sonst ja auch in der BMW-Welt, sondern sind ein bisschen kreativ und machen sie einfach hier draußen im Garten von der Niederlassung. Also ich meine, wir haben ja von BMW eigentlich alles, was Spaß macht, von M3, M4, M5 tatsächlich nicht. Der ist ja ausgelaufen, deswegen haben wir den noch nicht drin. Da freue ich mich auch, wenn der neue kommt. Der wird dann bestimmt auch dazu kommen. Aber M2 ist ja das Spaßmobil schlechthin. Und jetzt mit 460 PS, 550 Newtonmeter wird er entsprechend auch überzeugen. Jetzt sag ich erstmal Hallo zu Gina. Hi, schön, dass du hier bist. Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben ja einen guten Grund. Und ich würde sagen, wir fackeln heute nicht lang, da hier es auch ein bisschen windig ist. Ziehen wir gleich das Tuch runter, oder? Machen wir mal. Darf ich dich bitten? Alter Schwede. Alter Schwede. Das ist sehr, sehr brutal. Toronto Rot. Die Farbe kommt hier gerade ziemlich perfekt. Das ist richtig geil mit der Location. Krass. Die Seitenansicht finde ich auch sehr geil bei dem Auto. Ich finde diese einzigartige Form, vor allem in dem Bereich, ja, in Kleinwagen gibt es ja sonst den A45, den RS3, Golf R kann man ja vielleicht noch dazu zählen. Die sehen ja alle ganz anders aus. Hier haben wir ja wirklich so ein bisschen noch dieses Coupé-Limousine in dem Segment. Und das finde ich von der Seite sehr, sehr krass, kommt gleich sehr gut rüber. Schwarze Felgen zu dem Toronto Rot, sieht auch richtig sick aus. Hier noch ein richtiges Driver's Car. Heckantrieb, auch das ja eigentlich untypisch. 460 PS, rein Sechszylinder, Twin Turbo und Front ist ja bei BMW immer Diskussionssache. Gell? Jetzt haben wir die Niere, die lange nach unten gezogene beim M4, alle haben aufgeschrien, auch bei uns bei den Videos, M3 auch. Wenn die Niere nicht wäre, dann wäre es ja ein super Auto. Und jetzt haben wir sie wieder nicht praktisch, also abgeschlossen, hier die Niere, nicht bis ganz unten gezogen. Dann wird sich gleich über das nächste beklagt, dass das hier so ein bisschen zu quadratisch ist und insgesamt sieht er halt so ein bisschen so wie ein Hot Wheel, ja, wie so ein Lego-Auto aus. Ich finde es aber echt geil, weil es richtig massiv ist. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Einspieler für euch vorbereitet. So kann die Front nämlich auch aussehen von dem Zweier. Leider gerade zurückgekommen. Jetzt kann man gerade noch drüber lachen, dass nämlich zum Glück nichts passiert den Personen, die damit unterwegs waren. Jemand aus Singapur, eigentlich die falsche Straßenseite sozusagen gewohnt, hat hier einen Unfall gehabt. Der geht jetzt auch direkt im Verkauf. Aber ich wollte Ihnen vor allem zeigen, dass wenn sich jemand über die M2-Front beklagt, ja, so kann sie auch aussehen. So, also ich glaube, man kann sich nicht beklagen in dem Fall über diese Front. Finde ich eigentlich sehr gelungen. Ich finde das Massive halt immer gut und es zieht sich auch durch. Wenn man dann hinten schaut beim Seitenteil, die breiten Backen, das sieht einfach sehr sportlich und muskulös aus. Und zum Heck, ich glaube, da gibt es wenig verschiedene Meinungen. Die Auspuffanlage, dieses massive Heck, das ist einfach Sportlichkeit pur. Und der Wagen sieht sehr, sehr geil aus, aber auch sehr erwachsen, muss man inzwischen sagen. Wir hatten gerade auch schon ein paar Leute, die vorbeigelaufen sind und haben gesagt, ist da ein M4 drunter. Also die Länge, muss man sagen, ist inzwischen halt auch bei einem M2. Da ist es halt vielleicht nicht mehr so dieses ganz kleine Sportgefährt, was man haben möchte. 1700 Kilo, das ist so das, was mich am meisten zweifeln lässt, ob der Fahrspaß tatsächlich noch genauso gegeben ist wie bisher. Da werden wir mal sehen, das müssen wir gleich schauen, wenn wir uns reinsetzen. Denn ansonsten muss man ja sagen, wir haben hier eigentlich alles vom M4 drin. Wir haben die Hinterachse, der Motor, klar, ein bisschen weniger Leistung, aber sonst komplett identisch. Die Spurbreite ist gleich wie beim M4, nur der Radstand ist mit 11 cm kürzer als der M4, ein bisschen kürzer eben. Und das sollte ja eigentlich für die Kurven perfekt sein, wäre da nicht das Gewicht von über 1700 Kilo, was das Einzige ist, was so ein bisschen problematisch sein könnte. Und jetzt ist natürlich noch die große Frage, was haben wir gemacht? Automatik oder Schaltung? Schauen wir mal rein. Ich
Ja, das ist die Automatik. Tatsächlich würde ich wahrscheinlich, wenn ich ihn so ganz privat haben dürfte, auf die Schaltung gehen, weil das zum Fahrzeugkonzept natürlich nochmal passt und weil es wahrscheinlich auch bald nicht mehr geben wird. Aber in der Vermietung ist es nun mal so, dass die Automatik einfach für jeden sofort fahrbar ist praktisch. Schalter ist nicht immer ganz so einfach, gerade wenn man bei uns, wir haben Touristen aus aller Welt zu Besuch hat, die, da zeigt sich einfach, die wollen lieber Automatik fahren. Deswegen haben wir immer Automatikfahrzeuge bei uns. Und kleiner Wermutstropfen auch noch, die Sitze. Da würde ich auch die Schalen wahrscheinlich selber nehmen, wenn ich dürfte. Aber auch da haben wir schon das Feedback erhalten, gerade bei unseren GT3, GT4 und Co., dass die Bucket Seats zum Teil einfach zu eng sind und die Leute dann nicht drin sitzen können. Deswegen haben wir da umgesattelt und haben gesagt, okay, wir müssen leider auf die normalen Sitze gehen, die halt nicht ganz so geil aussehen, aber halt einfach, da passt jeder rein. Also muss man halt schauen. Und neu ist außerdem im Zweier jetzt auch das Curved Display. Und das ist so ein bisschen auch interessant, ehrlich gesagt, weil ich würde sagen, vom X7, ja, der absoluten Luxusklasse von BMW, bis zum Zweier ist inzwischen das Navi komplett gleich. Was auch sehr interessant ist, wie alles so ein bisschen schon vereinheitlicht wird. Eben genauso wie unter der Karosserie ja eigentlich einfach ein M4 noch steckt. Das ist schon spannend zu sehen, dass da auch so eine Strategie insgesamt gefahren wird, wo die Autos sich immer mehr gleichen und eben die Teile immer mehr und öfter auch in den verschiedenen Fahrzeugklassen verwendet werden. Was ich auch nicht so unbedingt natürlich so geil finde, weil man ja so zu jedem Auto eine eigene Charakteristik haben möchte. Das ist so ein bisschen auch die Frage, ob wir die gleich noch verspüren werden, wenn wir da drin sitzen. Dann würde ich sagen, machen wir doch vor allem mal den Soundcheck, den angesprochenen. Ja, den machen wir. Dann hören wir mal rein, ob das geil ist. Schon ziemlich geil. Vor allem halt auch nicht dann so übertriebenes Nachgeplopper oder so, dass man sagt, okay, das wurde so künstlich gemacht, sondern das ist halt der Sechszylinder. Klar, nicht mehr so ganz laut, aber da war ja auch der M2 Competition mit dem OPF dann komplett leise, ja, als der kam. Also insofern, der klingt schon wieder ein bisschen lauter. Vielleicht interessant, was mich echt inzwischen auch immer zu denken lässt, wie viel Platz habe ich denn jetzt hinten, weil brauche ich noch einen M4. Ja, die Karre kostet 75.000. Nackt oder mit? Nackt, nackt, komplett nackt. Aber muss man ja auch wieder sagen, man hat ja eigentlich fast alles drin. Ich weiß gar nicht, was wir noch groß angeklickt haben. Ich setze mich jetzt mal hin. Wie es vom Platz ist. Ja, ich mache mal hier runter noch. Also oben geht's. Ich meine, klar, ich bin nicht der Größte, 1,72. Aber es ist jetzt auch nicht so wie beim Elber oder was, dass du dich da reinquetschen musst, sondern du hast halt schon ganz gut Platz, muss man echt sagen. Also ist dann echt auch immer so ein bisschen die Frage, dass die kleinen Autos immer größer werden, ob man dann nicht der ehemalige M4-Fahrer praktisch jetzt auf den M2 geht. Start mal. Einfahrkontrolle. Boah. Service in Kürze. Ja, das nervt so krass, finde ich. Ehrlich gesagt, ich check das nicht, warum BMW das immer noch braucht. Bei Porsche fährst du mit dem GT3 vom Hof, ja, das ist ja viel mehr Rennsport und da musst du nicht irgendwo noch später zu der Einfahrkontrolle kommen. Und das ist für uns echt ein bisschen nervig, weil die Autos dann erstmal einfahren müssen. Und ja, dadurch tatsächlich dann auch nochmal Ölwechsel und Co. Wirklich nochmal Kosten eigentlich auf einen zukommen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn BMW das hinbekommt, dass das nicht mehr nötig ist. Aber darum soll es ja nicht gehen, um die kleinen Details hier, sondern um dieses schicke Kfz und wie der sich einlenken lässt und wie der sich bewegt. Da bin ich echt so krass gespannt, ob man auch den Unterschied zum M4 so krass spürt. Und man merkt direkt, anfahren, aggressiver. Sound ist schon echt krass. Sound ist geil. Brutal. Und wir haben Gashenkel. Also das merkt man so, ich bin jetzt nicht, das hebt sich sofort an. Also das, ja, merkt man, ich gebe nicht viel Gas, aber du merkst du gleich, gleich umgesetzt. Ja. Da sieht man natürlich die Kraft, also das ist ja unbestreitbar, eben vier Motor im M2 inzwischen, das ist
Wahnsinn. Also da möchte ich, glaube ich, oder muss ich gar nicht viel drüber reden, dass das funktioniert und dass das unfassbar viel Spaß macht. Ich glaube, der M4 ist sogar mit dem langen Radstand. Du bist mehr überrascht, dass das Einlenken eher so geht, dass du sagst, oh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich so schnell, so gut in die Richtung komme. Also hier ist es mehr geradliniger. Ich fahre mehr einfach dem Fahrzeug nach. Das ist nicht so krass überraschend. Das ist mehr eine Linie. Man hat schon Bock, ne? Man hat schon Bock. Ich merke das. Man hat schon Bock dann. Aber ich habe auch Bock, geben, auch als Beifahrer. Oder? Das ist schon... Ja, der Motor, der wird halt, der wird unfassbar viel Spaß machen, das ist klar. Aber das dürfen wir jetzt noch nicht. Da müssen wir noch warten, bis der kommt. Aber die Mieter dürfen es ja bald. Ja, die Mieter dürfen es. Und dann natürlich noch zu den technischen Daten. Was kann der Kollege? Rein 6-Zylinder, Twin Turbo, 460 PS, 550 Newtonmeter Drehmoment, 4,1 Sekunden von 0 auf 100. Was mit der Heckachse immer so ein bisschen schwierig ist zu erreichen, muss ich auch sagen. Also auf guten Asphalt durchaus möglich mit der Leistung E. Aber sobald ein bisschen Gripverlust da ist, wird es auch schnell langsamer. Höchstgeschwindigkeit 250 km/h, die lässt sich aber annehmen auf bis zu 285 km/h mit dem M Drivers Package. Und damit hoffe ich, euch ein bisschen was vom M2 näher gebracht zu haben. Für mich optisch sehr cool, ich finde das Erwachsensein sehr cool. Für mich dürfte er leichter sein, ein bisschen was weglassen. Ich konnte ihn jetzt noch nicht ganz verspüren, natürlich, weil wir hier noch voll in der Einfahrphase sind. Das Einlenken würde ich fast sagen, es stand jetzt beim M4 sogar ein bisschen schöner. Wird also sehr, sehr interessant, damit mal ein bisschen zügiger unterwegs zu sein. Ob er dann wieder zeigt, warum eben doch M2 vielleicht noch mal ein bisschen mehr Fahrspaß macht. Habe ich jetzt aber auf die ersten Meter noch nicht ganz so gespürt. Deswegen BMW auch für die Zukunft. Nimmt das Gewicht runter. Wir brauchen gar nicht so viel Leistung. Die 460 PS, die sind natürlich geil. Aber weniger Gewicht ist noch geiler. Und damit bin ich raus. Und ach so, es kommt gleich bald. Jetzt danach drehen wir noch ein sehr, sehr interessantes Video. Und das kommt dann auch bald. Also bleibt dran, abonniert, gebt ein Like. Und dann sehen wir uns bald wieder. Denn es kommen mal wieder ein paar Videos von der Carrera. Auf Wiedersehen.